Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio Season 2. Mein Name ist Caro 7 und ja, wir sind ganz, ganz glorreich hier unterwegs. Ich sehe gerade, dass wir ein Kohleproblem wieder mal haben. Und ja, das ist die große Episode, die ich gefürchtet habe. Und zwar die Episode, die uns zu 013 bringt. Weshalb wir auch ein komplett volles Inventar haben und all solche Scherze und auch einige Mods rausgeschmissen haben. Eine abgedatete Modliste findet ihr in der Beschreibung unten. Ich glaube, also ein paar Mods sind einfach rausgefallen, weil es jetzt interne Funktionalitäten gibt. Was ist denn hier los? Hier fehlen ja ganze Inserter. Also, ganze Maschinen. Also irgendwie ist das Rüberwuppen nicht so perfekt geworden. Muss man dazu jetzt mal sagen. Ich kriege jetzt hier auch schon Achievements gut geschrieben, habt ihr gerade gesehen. Weil ein paar Sachen ganz gut funktionieren. Ein paar Sachen noch nicht. Mit dem hier los. Ah, keine Green Circuits da. Alles klar. Produzieren wir hier hinten nicht schon? Ja, wir produzieren hier doch Assembler. Wunderbar. Ich werde damit, glaube ich, auch schon ausgestattet. Ja. Auch mit Fließband und so weiter und so fort. Und habe viel zu viel davon im Inventar. Und das Schöne ist, die Autotrash-Mod ist wieder da. Das freut mich sehr, weil ich ihr doch sehr nachgeschaut habe, dass sie nicht mehr da ist. So. Nimm mir nochmal meinen Krimskrams hier ab. Genau, nehmt den Stein und stecket ihn euch sonst wohin. Genauso auch hier Ziegelsteine. Möchte ich nicht unbedingt so viel von haben. Nee, gut, aber ansonsten sieht das schon mal ganz gut aus. Mir fehlen halt hier nur ein paar Maschinerien, wie ich gesehen habe. Ich glaube, die waren im Bau und sind nie gebaut worden. Wieso? Aber funktioniert ja alles. Ja, und wir brauchen einen neuen Trainstop. Habe ich gesehen. Weil der eine, den wir da oben haben, der tut es im Moment nicht. Wo haben wir einen Trainstop? Der ist nämlich weg, weil Advanced Logistics hier, Advanced Systems ist weg. Also Smart Trains ist weg. So, und dann gucken wir mal. Ja, da müssen wir jetzt sowieso schauen, wie wir das vernünftig hier hinbestellt bekommen. Ich würde fast sagen, da. Weil die Züge ja in der Länge verändert wurden. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Der Zug heißt hier Basiseisen, heißt das Ganze. Nicht Exotwist, sondern Basis Doppelpunkt Eisen. So. Right, right. So, wo bist denn du eigentlich, Zug? Du möchtest eigentlich zum Außenposten 1 fahren. Deswegen lasse ich mich, glaube ich, gleich einfach mal von dem mitnehmen. Dass wir die jeweiligen Posten umgebaut bekommen. Das sollte zumindest machbar sein. Weil wir hier ja jetzt einen kürzeren Trainstop haben. Die sind ja jetzt auf 6 runtergekürzt worden. Und der neue Zug sieht einfach nur awesome aus. Muss ich jetzt mal einfach sagen. Der sieht einfach nur mega awesome aus. Ist er doch. Wunderbar. Und irgendwie leint er auch noch nicht so ganz ab. Weshalb wir den, glaube ich, auch umrüsten müssen. Wieso die jetzt hier nicht rausnehmen, muss ich auch nicht verstehen, ne? Ist doch Platz drin in den Kisten. Zumindest teilweise. Okay, dann räumen wir halt manuell rum.
Ich glaube, das liegt daran, dass die noch aus dem 8L-Train-Project irgendwie zusammenhängen und das eigentlich nicht so richtig funktioniert. Was dann zur Folge hat, dass wir ganz, ganz viel Eisenerz hier rumschiften dürfen. So. Da bitte noch rein. Und dann schmeißen wir noch mehr rein. Und hier schmeißen wir auch noch was rein. Und haben den ersten Waggon jetzt tatsächlich leer. Das ist ja unglaublich. Was ist denn, wenn ich den eigentlich hier jetzt mal auf Deconstruct setze? Geht das? Nee, geht nicht. Okay. Gut. Der ist dann jetzt leer. Dann können wir doch eigentlich hingehen und die Lok auch nochmal eben abmachen. Uns da eine neue Strecke hinsetzen. Wo ist die Lok? Bin ich jetzt blind? Nein, bin ich nicht. Sie liegt nämlich noch da. Ich trot Öl. Mir werden hier einfach nur nicht die Sachen abgenommen. Das ist ja grauenvoll. Wir brauchen Kisten. Einfach mal gerade, um ein bisschen basismäßigen Storage zu haben. Einfach um Sachen hier loszuwerden. Dass wir ein wenig Platz im Inventar haben. So. Da ist unser Zug. Wenn ich jetzt einfach mal da hinstelle, bau Diesel. So, Basis Eisen bis Inventar leer. Manuell. Wunderbar. Jetzt steht er nämlich an der richtigen Position. Dann müsste ich, wenn ich hier diesen Waggon abgebaut bekomme, den hier richtig hinterhängen können. Ja, so wollte ich das haben. Ich wollte hier die Schiene auch nicht abbauen. Ich Trothöhl. Schmeißen wir hier diese Kiste mal eben voll mit Eisenerz, genauso wie diese. Dass das alles mal eben da drin hängt. Und machen die hier so weitestgehend leer. Voll damit, passt. Mhm. Ja, dann kümmern wir mich jetzt mit drei schönen Güterwaggons hier das Ganze richtig ausstatten. Haben das Ganze schön gebaut, sind zufrieden mit dem ganzen Konstrukt. Und schauen uns dann hier die sechste mal an. Machen das so. Was macht er denn jetzt? Wir brauchen mehr blaue Inserter. Die gehe ich mir dann mal holen. Es wird, glaube ich, eine große Umbau-Arie, die wir hier jetzt machen. Auch wenn die vielleicht nicht so unglaublich interessant ist, aber es muss halt einfach passieren. Wir müssen auch demnächst einen Kupferzug da oben von dem Kupferfeld vielleicht etablieren. Würde ich pauschal sagen. So, hier haben wir auch filternde Greifarme. Wir müssen dann nämlich auch demnächst mal mit den Stack-Insertern arbeiten. Denn die Stack-Inserter, die reizen mich dann doch schon. Gerade was das Entladen des Zuges angeht. Dass das über einen Stack-Inserter vernünftig geht, das kann ich mir sehr gut sogar vorstellen. Und Eisenbase hat nur noch 4,4%. Das ist nichts. Das ist so gut wie gar nichts. Das gefällt mir nicht. So, die letzte Kiste da, die ist fehl am Platze. Alter Schwede. Stahlkiste. Hallo.
schmeißen wir hier mal Eisen rein. Danke. Und nehmen hier mal das Fließband auf. Nee. So. Jetzt haben wir zumindest alles da stehen, so wie es sein soll. Und können das hier auch vernünftig mit diesen Strommasten ausarbeiten. Wenn wir die so dahin stellen. Stellen uns da noch ein paar schöne Lämpchen hin. Wo ich mich auch sehr darüber freue, ist, dass die More Light Mod ja wieder da ist. Arbeitsrobotergeschwindigkeit. Sehr schön. Wir könnten eigentlich dann auch mal die Transportmenge erhöhen. Ich habe jetzt Geschwindigkeit 4 gemacht. Das hat alles seins verbraucht. Dann machen wir noch die Transportmengenerhöhung. Passt auch ganz gut. Sollten wir auf jeden Fall tun. Und Geschwindigkeit ist ja nie was Schlechtes. Möchte mir jetzt gerne hier noch welche von mitnehmen. So, die komplette Munition. Und wie viele Roboter haben wir eigentlich? 84 Logistikroboter, das ist nicht viel. Überhaupt nicht viel. Und wir sollten hier auf jeden Fall auch alles mit Steel Chests ausstatten. Deswegen ich mir jetzt gerade mal eben ein wenig Stahl vom Bus klauen gehe. Das sind 6x4, das sind 24 Stahlkisten. Ich glaube, ein paar haben wir schon, aber es ist nicht schlimm, wenn wir zu viele haben. 10... 15, 20, 1, 2, 3, 4. Und klauen uns einfach noch ein bisschen mehr Stahl vom Bus. Hui, Bus, 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 Bus. Ach, dieses Bussystem ist einfach so grandios. Es funktioniert halt einfach so gut. Ja. Das ist schön. Stahl läuft hier jetzt da auch. Und da kommt wieder einer was abholen. Macht das. Das finde ich sehr gut. Und dann würde ich mich jetzt mit dem Zug mal gerade da oben hinfahren, wo wir hin wollten. Nämlich zu dieser komischen Außenposten 1 Eisen-Dingsbums. Meine Güte, war das hier lang, ey. So. Dann müssen wir nämlich hier auch alles umrüsten. Zack, 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 zack. So. Und das machen wir wie folgt. Indem wir einen neuen Trainstop hier hinsetzen. Der kann sich da ganz gut hintrollen. Wäre da oder da? Da wäre auch gut. Da wäre sehr gut sogar. Trollen wir ihn dahin. Nennen ihn nicht Future, sondern außen, also außen Posten 1 Eisen. Boff. Und da du fahren jetzt hin. Zug aus dem Posten 1, bis Inventar voll. Du doch hinfahren. Warten auf manuell. Wunderbar. Das muss aufhören. Und zwar, habe ich kein Problem damit, wenn das hier jetzt rübergetragen wird. Genauso wie die hier und hier bis auf die letzte. Das geht leider einfach nicht. Deshalb wir die jetzt manuell da reinschiften. Jawohl, wunderbar. Die sind ja alle soweit auch im Line-Up drin, so wie ich das gerne haben möchte. Und sind wahrscheinlich auch gleich einfach alle fertig und voll. So, aber
Wir haben hier ja jeweils 6. Was uns selbstverständlich auch zu dem Punkt bringt, dass wir hier diese Teile umrüsten müssen. So. 3, 2 und 1. 2, 3, 2 und 1. Und 1, 2, 3, 2 und 1. Und hier auch 1, 2, 3, 2 und 1. Wunderbar. Wobei ich glaube, dass das auch nicht die effizienteste Methode wieder mal ist. Definitiv nicht. Aber sie funktioniert für den Moment. Wir schmeißen hier die Stahlkisten hin. Schmeißen uns hier die Inserter hin. Somit können wir mit maximaler Kapazität laden und das geht ultra schnell dann, bis dieses Teil voll ist. Und noch krasser wird es dann, wenn wir mit Stack-Insertern dann arbeiten. Wo ich mich mega drauf freue. Also das möchte ich echt mal gerne ausprobieren, weil da habe ich keinen Plan von, wie das nachher funktioniert. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir nämlich das Komplizierteste umgebaut, nämlich die Train Station. Da die Trains ja jetzt die Logik von selbst quasi unterstützen. Das ist auch ganz angenehm. Und hier herrscht ein sehr guter Durchfluss, muss ich jetzt mal sagen. Der mir tatsächlich sehr gut gefällt. Also mich nur gerade ein wenig stört, ist, dass hier immer der Äußere nichts bekommt. Das sieht irgendwie nach einem kleinen Bug aus. Dass der halt nicht von einem Inserter abgreifen kann. Also von so einem Eumel hier. Weshalb die dann nochmal das hier brauchen. Das lässt sich hier auch noch ganz gut bewerkstelligen. Würde ich gerne hier mal eben alles reinpushen. Und hier das auch noch mal eben abrüsten, genauso wie hier. So. So. Und genauso ist das dann hier. Was natürlich nicht perfekt ist. Weshalb wir dieses Konstrukt eins höher schiften müssen. So und so. Muss ich dann jetzt mal eben hier leer laufen lassen. Wunderbar. Weshalb wir dann jetzt hier hingehen und das einfach eins hier hin shiften. Das ist wunderschön da. Sich so reinleint. Da ist der Splitter. Das bedeutet, dass hier der Outlet ist und hier der Outlet ist. Und sich diese hier hierhin konstruieren werden. So. Wunderbar. Jetzt läuft es wieder alles. Und damit laufen wir jetzt auch auf maximaler Auslastung von 6 Insertern, die da auch was reinpushen können. Und ich glaube, wir verbrauchen auch hier. Ja, die 4 Belts, die laufen komplett durch. Das ist echt ziemlich geil. Ziemlich geiles Konstrukt. Ja, dann fahr doch mal los. Zug. Der dürfte eigentlich dann auch hier bei der anderen Condition. Hier warten bis leeres Inventar. Ah, okay. Damit kann man ihm quasi sagen, was er tun soll. Also ich kann hier unten Konditionen einstellen. Das ist natürlich ziemlich geil. Das heißt, er wartet jetzt wirklich hier so lange, bis sein Inventar komplett leer ist. 15, 15, 20. 4. Zack.
Tschüss, Eisenerz. Ja, das war doch schon mal eine glorreiche Episode, wo wir Züge für 013 umgebaut haben. Und immer noch kein Kupfer haben. Also beziehungsweise Kupfer ist weiterhin schlecht, aber wir sollten einfach auch oben mal die neue Furnace Line da in Betrieb nehmen. Wir hier irgendwie Kohle runterschiften. Genau. Wir wegen hier Kohle nach unten. Ist jetzt die Frage, ich bin gar nicht mehr ganz im Film. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Furnace Lines habe ich da oben hingestellt. Würde ich sagen, waren es 4 Eisen, 4 Kupfer, 2 für Stahl, oder? Dann sind wir bei 10 und einmal Eisen, einmal Kupfer für Circuits direkt. Also 5-mal Eisen, 5-mal Kupfer. Alter, ich wollte es aber auch wissen, ey. Ich wollte es aber wirklich wissen hier oben. Das ist krass. Na gut, aber es ist ja auch nicht klein geworden. Also... Blaupausenbearbeitung. Blaupause bitte leeren. Danke. Und zwar schmeißen wir in diese Blaupause jetzt mal eben das hier rein. Da möchte ich gerne in der Bearbeitung den rausschmeißen. Und das finde ich auch ist ein super Feature, dass man die Blaupausen so nachträglich nachbearbeiten kann. Das ist sowas von genial durchdacht. Kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen wir hier die jetzt nochmal setzen, damit die die Stromversorgung da hinlegen. Für diese Massen an Bauarbeiten. Und hier auch. Oh, jetzt habe ich einen Roboter aufgenommen. Hallo, hier. Mach deinen Job. Danke. Ja, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir als allererstes Eisenlines in Betrieb nehmen. Also machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Eisenlines. Dann die Kupferlines und dann am Ende die Steelline, würde ich sagen. Dass wir da halt Eisen zu Stahl, also Eisenerz reinleiten und Stahl rauskriegen, weil ich denke, da reicht eine Line von. Und ja, aber leider Gottes muss das bis zur nächsten Episode warten. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich bin es für mich auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von dem Quatsch sehen wollt, dann gebt mir ein Abo. Ja, das wäre es eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Euer Karo7.